Die Rheinkirmes. Eines der größten Volksfeste Europas. Jeden Juli kommen fast 5 Millionen Menschen nach Düsseldorf, um 9 Tage lang zu feiern. Besucher können hier unter 350 Fahrgeschäften Fressbuden und Zelten auswählen. Für die Schausteller gehört die Megakirmes zu den lukrativsten Veranstaltungen überhaupt. Der Eurostar der Familie Bruch zählt zu den spektakulärsten Attraktionen, die es je auf einem Volksfest gegeben hat. Der gigantische Stahlbau ist die größte transportable Achterbahn der Welt. Doch keiner der Vergnügungssüchtigen, die hier das Besondere suchen, weiß um die Arbeit und Logistik, die in dem Aufbau des Eurostar stecken. 3 Wochen vor Beginn der Rheinkirmes. Die ersten Lkw der Familie Bruch kommen an. Noch ist der Eurostar in 84 Container verpackt. Sigi Scholten ist von Jugend an bei der Firma Bruch beschäftigt, mittlerweile 34 Jahre. Er dirigiert den Aufbau. Eddie, komm auch mit. Komm mit. Beide zusammen, herkommen. So, als nächstes brauchen wir jetzt die Container, die 2 geschlossenen Container, 10, 11, die 12 und die 16. Die werden dann hier postiert und hier abgestellt, ja? Okay. Wir transportieren hier 1200 Tonnen Stahl hin und her und die Fahrzeuge sind von 1 bis 84 durchnummeriert, so dass die einzelnen Fahrer, dass man denen ständig sagen kann, Fahrzeugnummer so und so viel brauche ich jetzt als nächstes. Der Aufbau des Eurostar ist eine Herausforderung. Jeder Standort ist anders, jeder Untergrund hat seine Besonderheiten. Die Sohlen der tonnenschweren Stahlstreben müssen millimetergenau austariert werden. Guck mal, da ist glaube ich die 1. B1, da vorne hin. Die Stabilität des Fundaments entscheidet über Leben und Tod der Fahrgäste. 300 Kilometer von Düsseldorf entfernt in Goslar. Hier ist eine Kirmes in vollem Gange. Eine von 2000 deutschlandweit. Eine besondere Attraktion ist die Show der Sensationen. So preist die Schaustellerfamilie Blume ihre Motorradartistik an. Jede Minute in der Steilwand bedeutet Lebensgefahr für die professionellen Biker. Freihändig, im Damensitz, stehend und mit verbundenen Augen jagen die Fahrer in dem 10 Meter hohen Kessel umher. Viererpyramide und Todesfahrt nennen die Artisten ihre Figuren. Einer der 4 waghalsigen Fahrer ist Thorsten. Seit 5 Jahren ist der 34-Jährige im Steilwandgeschäft. 10 Stunden am Tag drehen er und seine Kollegen ihre Runden. Nicht immer geht es gut aus. Es gibt viele Fahrer, die uns versucht, sind auch 2 Jahre gefahren, das passiert ihnen nichts. Einmal abgestürzt und dann nie wieder. Es kann jeden Morgen erwischen oder kann auch 10 Jahre lang gut gehen. Im vergangenen Jahr ist Thorstens Freund und erfahrener Kollege Dieter Minewitsch während einer Vorstellung tödlich verunglückt. Unter Fahrern gilt deshalb die Regel, verliere nie den Respekt vor der Wand. Routine kann den Tod bedeuten. Endlich die letzte Vorstellung des Tages. Das Goslarer Volksfest geht zu Ende. Bis zum Morgen müssen die Männer das Fahrgeschäft abbauen und nach Düsseldorf transportieren. Der Chef Charles Blume kommt aus Annaberg. Dort musste er sich um sein 2. Fahrgeschäft kümmern. Ich komme aus dem Elternhaus mit 5 Brüdern und wir haben jeder so ein Geschäft betrieben. Wir sind von Kindesbeinen da reingewachsen. Ich habe es nicht anders kennengelernt und somit ist für mich das Normalste von der Welt. Ich könnte nie ein sesshaftes Leben führen in einer Stadt. Oder sesshaft sein und morgens zur Arbeit gehen, am Fließband arbeiten, wäre für mich unvorstellbar. Knochenjob Kirmes. 2 Uhr morgens. In Goslar herrscht Hektik. Ganze 20.000 Teile müssen Charles Blume und seine 20 Arbeiter abbauen und verpacken. Zuerst wird das Dach der Steilwand abmontiert. Wir nehmen jetzt hier oben die Stangen raus, die Ringstange, also den Kreisverbund. Und dann fällt das Dach zur Mitte zusammen, dann lassen wir es runter. Da oben ist so ein Drahtseil mit einer Umlenkrolle. Wird es runtergelassen und unten zusammengelegt. Das ist nachher nur noch ein Quadratmeter-Paket. Bis zu seinem 18. Lebensjahr saß Charles Blume selbst auf dem Motorrad. Vor 10 Jahren hat er das Geschäft von seinem Bruder übernommen. Das Steilwandfahren war schon schöner. Und durch das wir 2 von diesen Anlagen haben, bin ich jetzt absolut ausgelastet, nur mit der Logistik, um alles auf- und abgebaut zu bekommen und immer pünktlich fertig zu sein auf den einzelnen Volksfesten. Steilwandfahren war schon schöner, keine Frage. 30 Kilometer von Düsseldorf entfernt, Mülheim an der Ruhr. Mitternacht. Die letzte Stunde der Saarner Kirmes. Ein Klassiker auf jedem Rummel ist der Autoscooter.
Seit zwei Generationen lebt Familie Osselmann vom Geschäft mit den kleinen Flitzern. Ja, die letzte Fahrt jetzt in Mülheim für dieses Jahr. Wir freuen uns, nächstes Jahr wieder hier zu sein. Auch die Osselmanns werden am nächsten Morgen mit ihrem Autoscooter nach Düsseldorf weiterziehen. Das Ehepaar Dagmar und Ernst ist seit 17 Jahren gemeinsam auf Tour. Ernst ist für die Logistik zuständig, Dagmar macht die Kasse. Ein Job, der ihr viel abverlangt. Man muss ständig aufpassen, man muss immer gucken. Und tagsüber, die kleinen Kinder, die werden einfach in die Autos gesetzt, die werden nicht angeschnallt. Dann muss man immer Obacht geben. Also man ist eigentlich immer nur unter Stress. Ja, bitte. So, wir machen eben die Faden ab hier. Ne? Ist jetzt gleich Feierabend. Faden ab, Säulen machen wir runter, Kassentuch nehmen wir runter und die Geländer ab. Im Gegensatz zu Goslar ist in Mülheim der Nachtabbau verboten. Die Anwohner um den Kirmesplatz haben sich über die Ruhestörung in den letzten Jahren beschwert. Sehr zum Leidwesen des Chefs. Mir wäre es rein persönlich lieber, wenn ich gleich weitermachen könnte. Da sind wir nämlich einmal im Trott und da geht es leichter von Hand. Goslar, 2 Uhr morgens. Hier dürfen die Männer von der Stallwand die Nacht durcharbeiten. Fitje, der langjährige Vorarbeiter von Charles Blume, treibt die Truppe an. Fitje Seiler ist seit 20 Jahren auf der Reise. Hier und drüben liegt schon eins. Kommt hinten in eine Tonne rein. Und dann kommst du oben aufs Dach rauf. Ne? Vorsicht. Oh, das kann passieren. Es kommen ja immer mehrere Faktoren dabei, dass man auf andere Leute noch mit aufpassen muss und seine Arbeit auch noch mitmachen muss. Und auch gerade aufpassen, weil die verdienen ja eigentlich kein schlechtes Geld, die Aushilfen. Und die sollen arbeiten und nicht wir. So habe ich das mal gelernt. Hier, bleib hier. Komm her. Hallo. Nee, ich brauch den Raphael, tut mir leid. Hier schwärmen doch so viele andere rum. Zurück am Rheinufer in Düsseldorf. 8 Tage lang, 10 Stunden täglich haben die 25 Arbeiter von Sigi Scholten geschuftet. Die Streckenlänge von 860 Metern ist beim Eurostar erreicht. Das Skelett des stählernen Kolosses ist erkennbar. Jetzt wird in die Höhe gebaut. Der Eurostar soll bald 33 Meter gen Himmel ragen. Sigi Scholten ist überall und treibt seine Mannschaft zur Arbeit an. Tatsächlich, die 2 anderen Sterne haben wir fertig, ja? Und darauf achten, dass wirklich jede Birne brennt. Nicht nur Tausende von Glühbirnen müssen strahlen, auch die groben Stahlteile sollen nach dem Willen des Chefs glänzen. Ja, aber die Streben sind noch nicht sauber hier. Die Streben müssen wir noch mal nachwaschen. Die sind nicht sauber abgewaschen hier. Die müssen wir einmal ordentlich abwaschen. Das ist ein wichtiger optischer Aspekt. Jedes, was schmutzig und schmierig wird, denkt der Kunde auch, es ist nicht sauber, es ist nicht gewartet und somit auf das Publikum einen unsicheren Eindruck erweckt wird. Dem Eurostar wird die Krone aufgesetzt. Da müssen wir erstmal den Oberring zusammenbauen, ja? Den Loopingring zusammenbauen. Weil der muss ja verschraubt werden, alle, so Lichtleisten drauf, ne? Dann können wir in der Zeit, wo die das machen, die Streben weiter reinmachen. In 35 Meter Höhe müssen die Arbeiter die bis zu 16 Tonnen schweren Teile zusammenfügen. Ganze 8-mal im Jahr wird der Eurostar aufgebaut. Die Statistik des Ungetüms ist eine Wissenschaft für sich. Es sind über 29.000 Seiten statische Berechnung für nötig. Es sind weit über 1.000 Zeichnungen für erstellt worden und einige Kilometer Papier dadurch verflossen. Franz, etwas hier rüberziehen. Mit 81 Stundenkilometern werden die Gondeln durch den Looping rasen. Damit die Fahrten sicher sind, muss die Statik 100% stimmen. Zur gleichen Zeit an einer Autobahntankstelle. Erst die Hälfte des Weges nach Düsseldorf haben die Steilbahnfahrer und Charles Blume zurückgelegt. Als Schausteller ist Blume auf Mobilität angewiesen. Die steigenden Reisekosten schmälern zunehmend sein Einkommen. Ja, das war bis vor 2 Jahren auch anders. Also mit 600 Mark konnte man alles tanken, heute kostet 300 Euro für ein Auto.
Mülheim an der Ruhr. Jetzt darf auch die Osselmann-Mannschaft mit dem Abbau beginnen. Autoscooter, Säulenverkleidungen, Geländer, Dekorationsteile und Bodenplatten müssen verladen werden. Für den normalen Betrieb haben die Osselmanns 4 festangestellte polnische Mitarbeiter. An den Auf- und Abbautagen kommen 3 zusätzliche Männer zur Verstärkung. Jetzt gleich 3-mal abhängen bitte von innen, ja? Und die anderen 4 Eckeln, Spitzen und Daumen runter. Ja, die sind direkt rein. Komm hier, komm. Jetzt muss Ernst Osselmann selbst Hand anlegen. Eine alte Halterung ist defekt. Wo ist meine Zange, die da drin war? Wo ist Schirm? Schweißschirm. Keine? Oh, schön. Einmal mit Schmackes soll er kommen. 16.30 Uhr. Nach 10 Stunden haben es Osselmanns Männer geschafft. Alles ist verladen. Die Mannschaft bricht nach Düsseldorf auf. Seit seinem 15. Lebensjahr reist Ernst Osselmann von Kirmes zu Kirmes. Bestimmt der Rhythmus des Auf- und Abbaus sein Leben. Ab und zu verflucht man mal die Sache. Aber letztendlich, man hängt ja nur noch mit dem Herz dabei. Düsseldorf. Zeit für die erste Probefahrt. Die größte transportable Achterbahn der Welt ist nach 3 Wochen fertig aufgebaut. Die Tests werden beweisen, ob Scholtens Truppe auch ganze Arbeit geleistet hat. Zur Jungfernfahrt schickt er seine Arbeiter auf die Reise. Die Testfahrten bezwecken, das Fahrgefühl herauszufinden, wie ist die Schiene in sich, ist sie sauber verschraubt und so weiter, sind die Stöße sauber und das merkt man bei jeder Fahrt auf jeden Fall. Chef Sigi Scholten testet selbst. Mehrfach wird er die 860 Meter lange Strecke abfahren. Durch seine 34-jährige Erfahrung mit Achterbahnen erkennt er sofort jedes Problem. Seine Verantwortung ist gewaltig. Im realen Fahrbetrieb und bei voller Besetzung steht das Leben von 216 Menschen auf dem Spiel. Des Burschenunternehmens lautet Perfektion. Nicht nur was die Technik, sondern auch was die Optik betrifft. Mal gucken, ich mal, entweder klappst du hin rum oder gehst hier mit der langen Leiter hin. Ne? Sigi Scholten weiß, eine propere Bahn vermittelt Sicherheit und ist damit gut fürs Geschäft. Weiß mit Gelb ist eine frische Farbe, würde ich sagen. Es wirkt immer sommerlich. Ein Kunde, der helle Farben sieht, erfreut sich auch daran. 18 Uhr. Nach 8 Stunden Fahrt trifft Charles Blume mit seinen 3 Schwertransportern auf der Düsseldorfer Rheinwiese ein. Am Stellplatz treten Platzprobleme mit dem Nachbarn auf. So, also kann ich da kein Fahrzeug abstellen? Jetzt hatte ich gedacht, dass wir hier in der Länge irgendwie was hätten hinkriegen können. Wie, meine, Wohnwagen? Ja, ich habe ja einen Wohnwagen, aber ich hätte ja gerne vielleicht eventuell meinen LKW auch mit abgestellt, wo meine Ware drin ist. Ja. Weißt du? Weil da komme ich nicht hin. So. Ja, ist sehr eng. Ne? Der Kollege mit dem Zelt hat dort seine Container alles stehen, hat sich schon breit gemacht. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir uns irgendwie untereinander arrangieren mit dem Nachbarn. Das Rangieren der schweren LKW wird zur Millimeterarbeit. Ja, am Aufleger. Geht. Jetzt ist gerade, guck mal. Für die Platzgestaltung und Verteilung auf dem Düsseldorfer Volksfest ist der Kirmesarchitekt Thomas König verantwortlich. Für ihn sind Platzprobleme nichts Neues. Tag, wo ist Cheffe? Cheffe ist hinten. Wir müssen gucken. Können Sie die Wagen ein bisschen näher anziehen? Wir müssen eine Fahrbahn freilassen, damit wir für Rettungsfahrzeuge eine Bahn immer frei haben, wenn was passieren soll. Ja, das haben wir ja gerade gehabt. Alles klar, danke. Das Ungünstigste ist natürlich, wenn der Schaustellerbetrieb im Vorfeld die falsche Meterzahl für sein Geschäft angegeben hat und wir uns natürlich daran orientiert haben und diese Fläche ihm zur Verfügung gestellt haben. Und da kann natürlich ein halber Meter tödlich wirken. Wir haben den Festplatz bis auf den letzten Zentimeter eingeteilt, vermessen und verpachtet. Hier das gleiche Problem. Ja, wir fahren
Also wir müssen versuchen, auf jeden Fall diesen Baum in das Geschäft zu integrieren. Wir haben das hier zeichnerisch dargestellt. Der Architekt muss den Schaustellern auch unattraktive Plätze schmackhaft machen. Dem Besitzer einer kleinen Achterbahn bleibt nichts anderes übrig, als Königsvorschlag zuzustimmen. Jedes Jahr bewerben sich auf der umsatzfreudigen Rheinkirmes mehr Schausteller, als es Plätze gibt. Selbst wenn der Veranstalter einen Fehler gemacht hat, wird der Veranstalter sehr vorsichtig angepackt. Weil der Schaustellerbetrieb im Allgemeinen möchte gerne im nächsten Jahr auch wieder hier auffahren dürfen. Und dann gibt zumindest der Veranstalter nicht das Gefühl, dass er hier die Ursache des Übels war. 50 Meter weiter hat Charles Blume inzwischen das Platzproblem gelöst. Alle rücken einfach näher zusammen. Nun können er und seine Steilwandfahrer mit dem Aufbau beginnen. Fietje ist seit 20 Jahren Schausteller. Um seine Rente muss er sich keine Sorgen machen. Wenn wir jetzt speziell den Fiete nehmen, wenn der dann irgendwann mal 30 Jahre in dieser Firma gearbeitet hat, dann ist es eigentlich bei den Schaustellern so ein Gang und Gäbe, dass man den dann mitnimmt. Wenn, wie bei Ihnen im speziellen Fall, keine Familie mehr da ist, das ist einfach so. Man lässt die Leute dann nicht fallen. Wenn sie dann irgendwann nicht mehr körperlich zu gebrauchen sind für die Firma zum Arbeiten, dann ist es nicht so, dass man dann sagt, du, pass auf, jetzt ist deine Zeit hier um. Weil die stehen ja dann auch irgendwo vom Nichts. Der Platz wird dann da sein, der muss dann einfach da sein. Sie sehen auch, wenn Sie so übers Volksfest gehen, sehen Sie viele alte Leute, die nur einfach dabei sind, wo man dann meint, das sind irgendwie Familienangehörige. Das ist einfach so. Wie die meisten Schaustellerbetriebe beschäftigt Charles Blume fast nur ausländische, meist polnische Arbeiter. Deutsche Mitarbeiter zu finden ist nahezu unmöglich. Für einen Wochenlohn von 150 bis 200 Euro wollen die meisten den Stress und die langen Arbeitszeiten nicht auf sich nehmen. Noch 24 Stunden bis Kirmesbeginn. So, hier sind wir also im Bereich, wo das Publikum nichts zu suchen hat. Ein Vertreter der Bauaufsicht ist bei Sigi Scholten. Circa eine Stunde wird die Begehung dauern. Klaus Stienicke überprüft den Eurostar auf Herz und Nieren. Den Prüfer interessiert die Verankerung der Fundamente, die Verbindung der Stahlträger und das gesamte Sicherheitskonzept. Sigi Scholten muss dem Beamten Rede und Antwort stehen. Jetzt entriegele ich den hier. Sehen Sie hier die Funktion? Da entriegele ich den. So. Jetzt mach mal ganz langsam zu. Hat er zu. Ist über Federdruck? Ja, klack, genau. Da oben drin. Weiter. Jetzt ist hier geht gar nichts mehr. Sie kriegen den jetzt nicht mehr auf. Unmöglich. Ja. Unmöglich. Der Eurostar bekommt den Prüfstempel. Sigi Scholten möchte aus Dankbarkeit einige Freikarten verteilen. Er scheitert an den strengen Antikorruptionsgesetzen der Stadt Düsseldorf. Wir wissen, dass wir das nicht dürfen. Das tun wir da. Es ist da im Nachhinein. Wir dürfen nicht. Nein? Wir haben also strikte Anweisungen mittlerweile. Ich weiß nicht warum, weil es ist ja nicht so, dass wenn ich so eine Karten kriege, dass ich dann so eine Abnahme freundlicher machen würde. Deswegen geben wir die nicht vorweg, sondern ich gebe sie im Nachhinein. Aber die Formalität erledigt. Bei der Stadt Düsseldorf so ein Antikorruptionskonzept. Also, und da steht drin, dass wir das nicht dürfen. Das tun wir noch. Okay. Auch Blumes Fahrgeschäft hat die Bauabnahme erfolgreich bestanden. Bis die Show der Sensationen beginnt, legt Fietje noch einmal Hand an. Ja, das ist der letzte Feinschliff. Ein bisschen Roststellen. Generalprobe an der Steilwand. Die Artisten testen auf ihren 80 Jahre alten amerikanischen Maschinen den neu errichteten Kessel. Was so spielerisch aussieht, erfordert ein Höchstmaß an Konzentration. Deswegen wird regelmäßig trainiert. Optimalgeschwindigkeit 45 bis 50. Man darf nicht zu langsam sein, man darf nicht zu schnell werden. Dann wird ein schwarze Augen, halt der Druck, das ganze Blut drückt aus dem Kopf in die Füße. Ja, und wenn er erstmal schwarze Augen ist, dann endet das meist mit einem Absturz. Seit dem Unfall ihres Kollegen im letzten Jahr ist Blumes Fahrern die Gefährlichkeit ihres Berufes stets vor Augen. Der Tod fährt mit. Autoscooterkönig Osselmann bereitet alles für den großen Tag vor. Darf es ein bisschen mehr sein? Ernst Osselmann wiegt die Fahrtchips seiner Scooter. 200 Stück entsprechen 400 Gramm.
Die stupide Tätigkeit dient der Kontrolle seiner Mitarbeiter. Kein Chip soll schwarz verkauft werden. Normalerweise ist die Kiste immer voll mit Blauen und die Säcke auch immer, aber die gehen immer alle verloren. Die Leute halten sie in eine Tasche und verwenden sie vielleicht nächstes Mal oder auf der größeren Kirmes oder wie auch immer. Das Unternehmen der Familie Bruch ist ein Imperium. Neben dem Eurostar besitzt die Familie noch 7 weitere Fahrgeschäfte und Gastronomiebetriebe. Inge Bruch ist die Grande Dame des deutschen Schaustellergewerbes. Sie ist bekannt dafür, dass sie sich bis ins Detail um alle Belange des Geschäfts kümmert. So, das sind unsere kleinen Maskottchen, die gehören an die Kasse. Die Wechseldinger brauche ich noch. So, bitte. Ja, Kleingeld, das ist auch Handwerkszeug, ne? So, jetzt. Das Familienimperium haben Inge und ihr Ehemann Oskar Bruch vor 40 Jahren aus dem Nichts geschaffen. Seit Oskar vor 2 Jahren einen Schlaganfall erlitten hat, trägt sie die volle Verantwortung. Es ist manchmal schwer. Es ist manchmal schwer, dass man sagt, aber ich glaube, das ist in jedem Beruf, dass man sagt, jetzt habe ich die, sagt man ganz, ganz derb, ich habe die Schnauze voll so irgendwo. Aber dann gibt es wieder schöne Momente, dass man merkt, wenn man sich anstrengt, wenn man Leistung bringt. Irgendwo, wenn alles, wenn man das Geschäft steht, ist so, wenn man sieht, man kann stolz sein über das, wenn es, und dann bringt das was. Der Aufwand soll sich lohnen. Endlich ist es soweit. Die Rheinkirmes wird punkt 14 Uhr eröffnet. Nach tagelanger Arbeit ohne Verdienst erhoffen sich die 350 Schaustellerbetriebe satte Gewinne. Schon am ersten Tag strömen rund 100.000 Besucher auf die Festwiese. Was vor 100 Jahren als kleiner Rummel begonnen hat, ist heute eines der größten Volksfeste Europas. Das ist so ein bisschen wie auf Mallorca. Schönes Wetter, gute Laune, die Leute sind alle nett. Ist einfach schön. Am Eurostar stehen die Menschen Schlange. 5 Euro für eine Minute Nervenkitzel. Für Sigi Scholten ist die Rheinkirmes schon jetzt ein Erfolg. Mit seinen Gedanken ist er bereits bei der Planung für das Münchner Oktoberfest. Die Arbeit ist eigentlich nie vorbei bei uns. Jetzt beginnen schon die Vorbereitungen wieder für den Abbau, für das Umsetzen zum nächsten Standort und halt schon wieder Platzvorbereitungen am nächsten Standort. Das ist jetzt für die nächsten Tage schon geplant. Uhr am Abend. Der Rummel läuft seit 4 Stunden auf Hochtouren. Doch dann schlägt der größte Feind der Schausteller zu. Ein Unwetter zieht auf. Innerhalb von Minuten geht ein sintflutartiger Regen auf dem Kirmesplatz nieder. Das Gelände wird überflutet. Die meisten Besucher verlassen fluchtartig das Volksfest. Nichts geht mehr. Die Fahrgeschäfte unterbrechen ihren Betrieb. Auch vor der Steilwand stehen die Artisten herum. Kein Mensch will jetzt ihre Fahrkünste sehen. Aber die Leute, die jetzt klitschenass sind, die werden wohl nicht mehr hier rumlaufen. Die werden wohl nach Hause laufen, ne? Schätze ich mal. Blöde. Kann man nichts beim machen. Berufsrisiko. Die Männer der Feuerwehr arbeiten bis in die Abendstunden, um die Situation in den Griff zu bekommen. Aber der Wettergott ist gnädig. Die größte Party am Rhein geht weiter. Am Autoscooter der Osselmanns trifft sich die Jugend. Mit wendigen Manövern suchen sie den direkten Weg zum anderen Geschlecht. Dagmar Osselmann löst ihren Mann Ernst ab. Gerade die Abendschicht kann gefährlich werden. Immer wieder kommt es vor, dass Scooter-Rowdies auf andere Fahrgeschäfte losgehen und den Osselmanns das Geschäft schwer machen. Die kommen und stören einfach nur permanent. Also die springen auf die Fahrbahn, die bespucken zum Teil die Fahrgäste, das gibt es also auch, und belästigen die Leute. Manchmal ist es sogar so, dass kleinen Kindern die Chips weggenommen werden. Also das ist dann schon echt kriminell und das macht dann nicht mehr allzu viel Freude.
Thomas Martin unterstützt seit 8 Jahren die Osselmanns im Kampf gegen brutale und zu allem bereite Fahrgäste. Thomas hat in den Jahren viel erlebt. Er hat ein besonderes Frühwarnsystem entwickelt. Man sieht es an den Augen, ob Leute aggressiv eingestellt sind oder nicht. Also meine Erlebnisse waren zum Beispiel, dass ich ein Messer am Hals hatte, dass ich eine Pistole am Kopf hatte und dass mich so knapp 10 Leute zusammenschlagen wollten. Bisher konnte Thomas Martin auch brenzliche Situationen immer friedlich klären. Um die eigenen Leute zu schützen, haben die Osselmanns in der Vergangenheit für teures Geld Sicherheitspersonal engagiert. Doch gerade die Präsenz der Privatsheriffs heizte die aggressive Stimmung an. Die haben dann erst mehr Stress, noch richtig mehr Stress gemacht, weil sie sagen wollten, wenn ihr Sicherheitsdienst habt, das zeigen wir euch und so. Das kann man eigentlich gar nicht erklären. Der hat versucht zu sagen, hey Leute, jetzt mach mal hier halblang und so. Und dann haben die gesagt, jetzt zeigen wir es dir, wer hier das Sagen hat, und haben den dann also wirklich zusammengeschlagen. Wir sind dann mit 40 Leuten auf einen Security-Mann draufgegangen und dann, ja, das war schon echt heftig. Also sowas habe ich in all den Jahren auch noch nicht erlebt, ne? Thomas Martin versucht überall zu sein, um Tumulte rechtzeitig zu verhindern. Am nächsten Tag. Das Wetter ist klar, die Festwiese ist gut besucht und die Schausteller hoffen, die Regenpleite des Vortages wieder wettzumachen. Es ist Einlass, meine Damen und Herren. Versäumen Sie nicht unsere ersten Veranstaltungen hier bei Ihnen in Düsseldorf zum ermäßigten Eintrittspreis, damit Sie alle einmal kommen können. Blumes Steilwandattesten haben gut zu tun. Schon mittags brummt das Geschäft. Thorsten hat noch 30 Schichten vor sich. Die ersten Fahrten fallen ihm immer am schwersten. Man merkt es schon, die Knie, der Rücken, wenn man morgens aufsteht. Oh, die erste Stunde ist schon hammerhart, aber wenn man wieder warm wird, dann geht das. Zur Düsseldorfer Rheinkirmes gehört seit Jahrzehnten der Name des 73-jährigen Würstelverkäufers, Gelegenheitsmillionärs und Originals Herbert Nahring. Mit seinen Geschäften verdiente er Millionen. Doch von dem Reichtum ist heute nichts mehr übrig. Ich weiß gar nicht, wo das Geld geblieben ist, weg. Aber wir tragen es mit Humor. Wir haben schon so viel erlebt im Krieg. Hauptsache, man bleibt gesund und man darf nie den Mut zum Leben verlieren. Seit 60 Jahren ist Nahring mit dem ehemaligen Losverkäufer Manfred Löwenthal befreundet. Der kennt die ganze Wahrheit über den ehemaligen Schaustellerkönig. Da war mal ein ganz reicher Mann. Dieser Herbert Nahring hat in erster Linie sein Geld ausgegeben, sagen wir mal 30% für alle Schaustellerkinder. Er hat ja beschenkt neue Roller, neue Puppenwaren, Teddybären. Und dann ist er mit seinen Kollegen in Urlaub gefahren. Er war ja der König. Und dann ist er mal nach Paris gefahren. Dann hat er auf dem Boulevard 2 herrliche Französen, er sah ja auch mal gut aus. Dann hat er gesagt, Madame, Monsieur, ici voulez-vous, avec moi. Dann hat er die mitgenommen in einen Dessous-Laden. Bitte einkleiden und nachher vorführen auf Zimmer 313. Am anderen Morgen kamen die Kollegen runter, die waren noch halb besoffen. Sagt er, meine Herren, stopp! Champagnerfrühstück, das war Herbert Nahring. Knochenjob Kirmes. Das Düsseldorfer Spektakel ist in Deutschland das zweitgrößte Volksfest nach dem Münchner Oktoberfest. Eine 500.000 Menschen strömen am Nachmittag über die Rheinbrücke auf das am Flussufer gelegene Kirmesgelände. Ein einträgliches Geschäft für die Schausteller. Mitternacht. Die Kirmes nähert sich ihrem Höhepunkt. Auch Blumes Show der Sensationen zieht die Besucher magisch an. Seit 9 Stunden sitzt der Chef an der Kasse. Die lange Schicht lohnt sich heute. 160 Kilometer im Kreis ist das Pensum eines jeden Fahrers an solch einem Tag. Bei den Motorrad-Cowboys zeigen sich die ersten Verschleißerscheinungen. Zwischen den 30 Vorstellungen haben die Fahrer immer nur 5 Minuten Pause. Um fit zu bleiben, hat jeder sein eigenes Rezept. Santa Monica. Oh.
Kaffee, Wasser und Zigaretten. Und zwischendurch auch mal ein bisschen was essen. Wie die Zeit da ist. Die neueste Attraktion im Programm der Artisten, die Fahrt mit einem 500er Fiat an der Steilwand. Gefahr für die Fahrer. Wenn das Auto in das Innere des Kessels abrutscht, dann könnten sie zerquetscht werden. Hochbetrieb beim Eurostar. Die Gondeln rasen mit mehr als 80 Stundenkilometern durch stählerne Gestänge. Im Gegensatz zu anderen Volksfesten geht das Düsseldorfer Spektakel bis in die frühen Morgenstunden. Das Feuerwerk nach Mitternacht ist Tradition auf der Rheinkirmes. Im Disco-Zelt wird geflirtet, getanzt und gefeiert. Drei Uhr morgens. Der Autoscooter schließt seine Pforten. Der Massenandrang auf der Düsseldorfer Wiese zahlt sich auch für die Osselmanns in barer Münze aus. Charles Blume ist erschöpft, aber zufrieden. Beim Bier mit befreundeten Unternehmern geht es mal wieder um das Geld. Auch wenn wir am Biertisch sitzen, geht es auch noch wieder um Politik und um Geschäfte. Das, was eigentlich der Bundestag das ganze Jahr macht, ja, das machen wir in drei Tagen. Ja. Auf die Linie. Und besser und schneller. Das ist keine Kunst. Und wir gehen Tag irgendwie. 250 Millionen Menschen besuchen jedes Jahr die Volksfeste bundesweit. Die beliebteste Freizeitbeschäftigung überhaupt. Das Vergnügen lassen sich die Deutschen jährlich fast 4 Milliarden Euro kosten.